Guten Morgen, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu, komm ich nach dir und ich danke dir für deine Genot, die besten wunderbaren Gott. Und ich bete die Rede an diesen Tag, uns helfe uns, dass wir dein Wort klar verstehen. Und du noch lebe im Namen Jesu. Amen. Wenn wir in dieser Zeit immer nur denken, über die Menschen selbst von sich rede, dann weit wieder die Menschen ganz falsarie sind. Und dass die Menschen das schwer fällt, die Sarie aufzugeben, wenn sie die aufgeben, können sich die Welt wallerholen. Das sage ich, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken, und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Greit dort, wo der Mann sich so viel sorgt. Das heißt, seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen? Ich glaube, das ist ein Wort für uns von da. Jesus macht hier ein Vergleich mit Feier. Und ich glaube, alle Wege auf der Welt, wo die Menschen wohnen, da sind auch Feier. Ich habe das manchmal gesagt, dass ich tätig zum Mann hier durch Bians go, wo da viele Bäume sind. Und die Feier singen vom fernen Sonnenabgang. Die singen und freuen sich und loben und denken, ob das drehend, ob das reich ist. Das ist dasselbe Leid. Die danken. Und ich habe auch beobachtet, wir hatten bei uns ein paar Bäume, die hatten Mäden. In der dreiste Zeit, wo ich keine Früchte wäre, hatte die kleine Beere ganz voll. Und ich sagte, die Bäume sind immer voll von Beeren. Und ich kam einfach zu dem Entschluss, dass die Beere extra für die Fee gesagt wäre. Dass der Herr einfach Früchte gemacht hat, was im Winter, wenn keine andere Frucht ist, kreit ihre Frucht habe. Wenn sie sorgt für seine Schöpfung. Und so sagt Jesus, warte sich auch am Ansorgen. Wie soll er uns nicht so viel für Jesus sorgen? Uns Leben ist Maya aus Eten, Trinken und Kleidung. Nicht leibte, weil Gott uns verteidigt sei. Herr, du weißt, wo wir Menschen sind. Und du weißt, was für ein Druck die Menschen leben. Und ja, das ist ein Konsumdruck, dass die Mutter alles haben. Und dass wenn die nicht das in Hand haben, dass man dann nicht mehr essen, dass man dann anleidlich ist. Und ich bete, dass du uns frei machst von den Konsumsuchten. Einfach, dass wir keine dankbar sind für Eten. Dass wir Sorte Eten haben, dass wir Untertreiche haben, dass wir immer zu trinken haben. Und dass du uns Schutz bist, Herr. Herr, dass wir solche Fehler jeden Tag abstehen und die danken und loben und Frau am Tag nennen können. Nimm all die schwere Sorge von den Menschen ihre Schulter. All die, was wörtlich wollen, für die helft sich, Herr, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.